Teil 2 unserer Vocals haben wir heute. Wir hatten ja letztens schon mal so eingerichtet, wie wir die EQen. Und da machen wir heute weiter, indem wir die Vocals einmal doppeln. Und dann, wie vom Rainer gewünscht, werden wir uns auch nochmal dem Hall widmen. Vocals-Bearbeitung Teil 2 für Fortgeschrittene jetzt bei Mach's dir selbst. Jahu! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Ich sage vielen lieben Dank für über 300 Abonnenten. Ich habe gesagt, das ist das iPhone. Ich habe mir jetzt diese schicken Einhorn-Kopfhörer zugelegt und die könnt ihr kriegen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, warum ausgerechnet ihr Einhorn-Kopfhörer braucht. Die sind qualitativ total minderwertig. Da klappert auch irgendwas, was nicht klappern sollte. Aber sie sind schick mit diesen tollen Einhorn. Sie klingen total beschissen, aber hier Function volles Form. Sie sollen gut ausschauen. Ob es funktionieren, kann uns ja scheißegal sein. Aber wir machen jetzt die Vocals. Nichts passiert. Ich habe auch das gleiche Projekt wie beim letzten Mal, Brüder von unserer Band. Und da haben wir ja schon die Hauptstimme bearbeitet. Und jetzt machen wir uns eine Doppelung. Aber vorher noch mal ganz kurz zum Gain Staging, weil da hat der Axel S. gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob ich die Lautstärke mit einer Automationsbahn oder mit dem Clip Gain regle. Und ja, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Zum einen ist das, der Clip Gain, die Eingangslautstärke. Hier bei Lautstärke an sich, das ist die Ausgangslautstärke. Zum einen die Eingangslautstärke, sagt sie auch, die ist zum einen für Gainstaging wichtig. Ich möchte ja, dass meine Lautstärke in einem optimalen Bereich arbeitet. Das ist vor allem für analoge Plugins sehr wichtig. Oder nicht analoge Plugins, sondern Plugins, die eine analoge Hardware simulieren. Da hat man sich darauf geeinigt, dass minus 18 dB FS, also im digitalen Bereich, der optimale Bereich sind, mit dem Plugins arbeiten. Ich kann das natürlich rein theoretisch zu heiß fahren, das heißt also den Eingang zu lautmacher oder lauter machen als normal und dann könnte ich mit der Ausgangslautstärke wieder dementsprechend runter und es damit kompensieren. Es verändert aber auch den Klang. Macht man hier mal beim Beispiel und dann fügen wir uns ein neues Modul ein und zwar den Saturation Knob. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Deswegen ist es wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen Clip Gain, also Eingangslautstärke, und Lautstärke für Ausgangslautstärke. Finde ich immer super, wenn man das öffnet, dass unten immer so Motivationssprüche stehen. Erstmal grundsätzlich, was heißt Doppelung? Im Endeffekt ist es nichts anderes, dass ich den exakt gleichen Part bei einer Stimme oder auch Gitarre, kann ja bei anderen Instrumenten auch mal, mehrmals hintereinander das gleiche einsinge. Und da können wir durchaus mal reinhören, wie sich das anhört. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motor. Und für was braucht man so eine Doppelung? Einmal, um bestimmte Passagen mal kurzfristig zu betonen. Oder ich kann dann auch zum Beispiel im Ref das durchgehend doppeln, um so eine Steigerung zu erzielen. Wichtig ist dabei, dass ihr beim Einsingen von Doppelungen ein gutes Timing habt. Wenn ihr mit dem Timing nicht gut seid, dann hört man es auch dementsprechend und dann klingt es auch unsauber und unprofessionell. Hören wir auch hier bei einem Part, der ist ungefähr hier, hören wir mal rein und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr das auch hört. Geht zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Bei bis die Achse bricht, vor allem B- und P-Laute, das möchte ich nicht, das klingt scheiße. Und deswegen entweder beim Einsingen schon darauf achten, dass das so passt. Habt ihr diese Vocals so bekommen und ihr müsst es im Mix fixen, dann hat Cakewalk Gott sei Dank ein eigenes Tool dafür. Ihr braucht nichts kaufen, nichts installieren. Dafür gibt es das
Vocal Sync von Cakewalk. Und das machen wir jetzt mal kurz. Als erstes suche ich mir die Passage raus, bei der es unsauber gesungen ist. An der Zeit gedreht, schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Bei bis die Achse bricht, also das heißt, den Bereich hier möchte ich isolieren. Dazu halte ich die Alt-Taste gedrückt und mache hier einen Klick und hier einen Klick, damit ich genau diesen Part isoliert habe. Dann fügen wir hier jetzt das Vocal Sync ein. Und zwar mache ich dazu einen Rechtsklick, sage Region FX, Vocal Sync, Region FX erstellen. Dann ploppt es kurz auf und ist gleich wieder weg. Können wir aber jederzeit herholen, indem wir einen Doppelklick auf den jeweiligen Clip machen. Und jetzt haben wir hier dieses kleine Tool. Hier möchte ich hier oben erst wissen, was ist denn mein Referenztrack? In dem Fall hat der Vers schon ausgewählt. Ich könnte aber natürlich hier eine andere Spur wählen, mit der ich synchronisieren möchte. Und dann habe ich auch hier jetzt, wenn ich mal reinzoome, so ein optisches Feedback, wo ich auch sehen kann, wie weit es auseinander liegt. Und wenn ich jetzt hier meinen Regler dementsprechend drehe, werden die Vocals dementsprechend angepasst. Bis zu einem gewissen Grad, auch das Tool hat seine Grenzen. Wenn es zu sehr abweicht, das Einsingen, dann müsst ihr es dann nur mit Neymar. Aber hören wir mal kurz rein. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Schon viel besser. Ja, das heißt, wir haben den Choruseffekt und wir haben dieses nicht drin. So, bin ich damit zufrieden, dann kann ich dann hier auf Rendern klicken und dann wird dieser Effekt fest verarbeitet, ist aber auch dann nicht mehr rückgängig. Wobei, ich kann es dann schon so machen, wenn ihr jetzt wirklich merkt, da habe ich jetzt wirklich was verkackt, dann, durch das, dass wir es ja isoliert haben, lösche ich das einfach und ziehe mir den Originalclip so wieder her. Cakewalk ist so unglaublich flexibel. Und so könnt ihr dann den ganzen eure Vocals durchgehen und so Stück für Stück diese Vocals, vor allem die Doppelung, dann fixen. Und hören wir einfach jetzt nur mal mit Musik rein. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Ja, richtig schön tight. So soll es sein. Wir haben ja hier von bei unserer Hauptspur haben wir schon Equalizer und andere Effekte schon gemacht. Die würde ich ja gern genauso bei meiner Stimmdopplung machen. Jetzt könnte ich das alles copy-paste und alles nachmachen. Muss ich aber nicht. Ich kann mir dieses komplette Layout hier abspeichern. Dazu wähle ich natürlich die Spur aus, die ich schon bearbeitet habe, hier in meinem Pro-Channel. Und hier oben klicke ich auf das Disketten-Symbol und vergebe einen Namen. Haben wir jetzt hier Vocals geil, nenne ich mal. Übrigens immer ganz gut, wenn ihr schon mal für euch oder für andere Vocals da schon mal ein Workaround gefunden habt, dann könnt ihr euch das abspeichern und müsst es nicht von Projekt zu Projekt neu erfinden. So, und dann klicke ich auf die Spur, auf die ich es anwenden möchte und dann hier oben im Pro Channel auf Preset laden. Und jetzt suche ich mir die Vocals geil raus. So, und jetzt seht ihr, hat er alles übernommen. Die ganzen Einstellungen, auch bei den einzelnen Plugins, muss ich schon mal nichts mehr reinmachen. Perfekt. Probiert ihr ruhig mal diese anderen Effektketten aus, die schon bei Cakewalk mit an Bord sind. Das eine oder andere ist eigentlich ganz geil. Jetzt haben wir bei den Vocals aber noch ein großes Problem. Sie sind sehr trocken und deswegen werden wir sie jetzt ein bisschen nass machen, und zwar mit dem Hall. Und das Ganze macht man heute noch alles Mono. Also wir gehen noch nicht in Stereo-Panorama, weil das wäre dann doch zu viel Zeit zum Reden. Wir möchten uns ja auf etwas, auf die eine Sache gut konzentrieren. Aber dann nächstes Mal. Versprochen. Solange ihr mir versprecht, die Glocke zu drücken, diesen Kanal zu abonnieren und einen Kommentar, freut mich natürlich auch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann macht es so wie der Marcel. Also wie gesagt, unsere Vocals sind furztrocken und klingt auch dadurch sehr direkt in your face, wie man so schön sagt. Und deswegen möchten wir mit einem Hall das Ganze auch in einen Raum setzen. Ja, da hängt der Rainer übrigens zum Beispiel am längsten dran. Und das glaube ich auch, weil so Hall dazu mischen kann eine Herausforderung sein. Aber das machen wir jetzt zusammen.
Als erstes muss ich mich mal entscheiden, welche Art von Hall möchte ich. Beschränken wir uns auf die zwei Plugins, die bei Cakewalk dabei sind. Da haben wir zum einen Rematrix, das ist quasi ein simulierter, echter Hall. Oder dann haben wir Breverb, das ist so ein Kunsthall, wie man es damals in den 80ern so ein bisschen so verwendet hat. Hört auch ruhig mal rein, was die Unterschiede sind. Wir machen heute die Rematrix Solo, das ist so mein Hall, den ich gerne verwende. Und so einen Hall können wir auch auf verschiedene Art und Weisen einbinden. Eine Methode davon ist als Insert, das heißt, wir fügen den Hall direkt in unsere Spur ein. Macht man das einmal, nehmen wir mal hier unseren Vers und hier würde ich jetzt gern ein Rematrix-Hall einfügen. Dazu Rechtsklick hier irgendwo, Modul einfügen und dann wählen wir hier oben Rematrix Solo. Nehmen wir mal den Go-To-Verb, wie es der Name schon sagt. Es ist eigentlich der Hall, mit dem ich immer schon gut starten kann, aber ich habe einfach mal rein. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen. Ich möchte den Hall gern nach meiner Signalkette haben, also auch hier nach dem Kompressor kann ich mit Klicken und Ziehen ganz einfach mal. Und mit dem Dry-Wet-Regler kann ich das jetzt so einstellen, dass der Hall für mich die richtige Intensität hat. Rot in den Schnee gekotzt wird, nur wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen. Das Einfügen als Insert hat für mich gefühlt aber nur Nachteile. Wenn ich das so mache, dann muss ich für jede Vocalspur, also auch dann für Vers Double, für ein Ref links, für ein Ref rechts, meine ganzen Spuren, für jede Spur muss ich dann diesen Rematrix Solo als Plugin einfügen. Wenn mir dann nachher auffällt, hey, das ist ja der Bass doch nicht, dann muss ich bei jedem Plugin das wieder einzeln ändern. Ob es jetzt der Gain ist, der Dry-Wet-Anteil oder der Hall an sich. Deswegen mache ich das gerne als sogenannter Send. Dazu lege ich mir entweder am Bus an oder eine sogenannte Aux-Spur bei Cakewalk und dort füge ich dann meinen Hall ein und mittels Send-Reglern kann ich dann hier den Anteil bestimmen. Auf Vers und hier in dem Bereich klicke ich mit rechts und sage hier Send einfügen und gehe hier unten auf neue Aux-Spur. Haben wir auch hier gleichzeitig wurde eine neue Spur erstellt, die nennt sich Aux 1. Gehen wir derer mal eine andere Farbe, damit wir es unterscheiden können und ziehen wir jetzt die hier mal runter. Benennen die auch gleich und nennen die Hall. Und jetzt kann ich mit diesem Regler hier meinen Hallanteil bestimmen. Was aber auch wichtig ist, erst richten wir uns das Plugin hier ein, hier unter Hall. Gehe jetzt auch nochmal her und sage hier Modul einfügen, Rematrix Solo. Muss die natürlich hier bei der Strophe wieder rauslöschen. So, dass wir nur noch eins haben und das muss hier in der Hallspur sein. Und jetzt ist wichtig, da wir ja hier über den Sendpegel regeln, muss bei einem Sendhall der Regler immer auf 100% wet sein. So, dann kann ich das jetzt hier auch runterziehen und jetzt kann ich hier meinen Hall anteilig hinzufügen. Rauchen, saufen, an der Zeit gedreht, schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird, nur wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt. Ich hab's auch gehört, so bei ein paar anderen Sachen, die müssten wir eigentlich noch fixen mit Vocal Sync, aber ich hab's gehört, ja. Braucht es mal nicht in die Kommentare schreiben. Wobei, nein, ich habe immer gern, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Schreibt es ruhig rein. Möchte ich jetzt bei meiner Doppelung einen Hall hinzufügen, reicht es, wenn ich auch hier wieder sage, Rechtsklick, Send einfügen, Hall. Drücke den auch auf minus 16 dB zum Beispiel. Mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird, nur wenn du. Und wenn ihr jetzt merkt, oh, der Hall ist mir vielleicht doch zu viel, dann gehe ich auf die entsprechende Spur und einfach die Lautstärke reduzieren.
Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Achtet auch immer so ein bisschen drauf, dass der Hall zum jeweiligen Genre oder zum Musikstil passt. So ein Punkrock mit über 200 BPM braucht jetzt zum Beispiel keine so lange Hallfahne. Eine Schmachtballade dann schon eher. Aber wie viel Hall brauchen wir? Auch hier ist es immer abhängig vom Geschmack oder vom eigenen Stil, worauf ihr immer so ein bisschen achten solltet. Er kann sehr schnell den ganzen Song oder die Vocals vermatschen, wenn ich hier mal übertreibe. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule rauf. Jetzt höre ich den Hall, aber er ist mir echt so ein bisschen zu viel Matschepampe. Heute zeige ich euch mal zwei Methoden. Die erste ist mit einem Equalizer. Ich kann natürlich die anteiligen Frequenzbereiche, die mich hier stören, kann ich in der Hallspur dann wegnehmen. Aber Vorsicht, ich zeige euch das jetzt auch nur beispielsweise. Ihr braucht es nicht hergehen und exakt die gleichen Frequenzbereiche runterregeln, wie es ich hier mache. Erstens kenne ich Marcells Vocals schon und habe da auch dementsprechend Erfahrung. Und ich höre auch hin. Und das ist immer wieder, was ich sage, hört hin, was die jeweilige Bearbeitung macht. Macht A-B-Vergleiche, also vor und nach der Bearbeitung, und hört hin, ob ihr dadurch eine Verbesserung erzielt habt oder ob es dadurch sogar langweiliger klingt. Wir machen auch hier, wie letztes Mal wieder, machen wir das mittels ein Sweeping. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf meinem Hall. Auch wichtig, dass ihr nach dem Plugin regelt und nicht davor. Da haben wir einen Equalizer und dann lasst man auch das hier mal in der Schleife laufen und hören wir mal rein, welche Frequenzbereiche hier Matschepampe machen und die Dämmer dementsprechend reduzieren. Auch in Saufen an der Zeit gedreht, schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst. Herr Herz ist zum Beispiel hier bei 1900 Hertz ungefähr, da klingelt sowas. Das können wir auch gleich reduzieren. Was geht? Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt wird nur, wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt. Macht mal gleich nochmal einen A-B-Vergleich und jetzt werdet ihr sofort hören, dass die Vocals deutlich klarer sind, obwohl wir sehr viel Hall dabei haben. Im Gegensatz zu dem, wenn ich den Equalizer ausschalte. Was wird nur, wenn du mit Kirsche mischst? Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Ja, mit Equalizer wird es deutlich angenehmer. Die ganzen Vocals sind jetzt in einem Raum drin, ohne dass der Hall die Vocals überdeckt. Das wäre Möglichkeit 1.
Eine zweite Möglichkeit, die zwar vom Setup ein bisschen komplizierter ist, aber danach von Einstellungen etwas leichter, das wäre dann Sidechaining. Beim Sidechaining mache ich es dann so, dass ich in der Hallspur einen Kompressor habe. Der Kompressor wird aber nicht vom Hall geregelt, sondern von den Vocals selber. Sprich, jedes Mal, solange die Vocals singen, drückt der Kompressor die Hallpfanne nach unten und sobald die Vocals aufhören zu singen, lässt er los und der Hall kommt wieder nach vorne. Und hören wir uns mal an, wie das klingt. Aber vorher macht man natürlich das Setup dazu. So, ich mache mal den Equalizer dabei einfach deaktivieren, dass wir einen besseren Vergleich haben. Und dazu brauchen wir jetzt einen Kompressor, der auch Sidechaining unterstützt. Bei Cakewalk gibt es einen und es ist der PC4KS-Type, den wir brauchen. Dazu demonstrieren Kompressor ersetzen, Rechtsklick, Modul ersetzen und dann hier PC4KS-Type Buskompressor. Auch wenn es ein Buskompressor ist, den dürfen wir in der Spur verwenden, da kommt nicht die Musikpolizei vorbei. Also wir haben jetzt hier unseren Kompressor und wenn ich jetzt den mal spielen lasse. Bis die Achse bricht, rot in den Schnee gekotzt wird, nur wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Das bringt uns hier überhaupt nichts. Deswegen müssen wir jetzt hier einmal Sidechaining aktivieren. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wo kommt denn das Steuersignal her? Und das machen wir hier bei Vers. Das ist ja die Spur, mit der wir dann den Hall steuern möchten. Rechtsklick, Send einfügen und jetzt suchen wir uns hier den Built-in Channel FX Eingang Hall. Genau den brauchen wir und das ist quasi der Sidechain von diesem Kompressor. So, und das sehen wir auch hier, wenn ich jetzt mal hier den Sendpegel runter tue und dann werdet ihr sehen, wie der Kompressor anfängt auszuschlagen, wenn wir das hier hochregeln. Rot in den Schnee gekotzt wird, nur wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht, zusammen in Schule. Ja, da können wir uns jetzt auch noch ein bisschen spielen mit den ganzen Einstellungen, was jetzt die Attack, Threshold und Release und das Ratio betrifft. Und so können wir uns den Hall dann so gestalten, dass er für uns angenehm klingt. Natürlich können wir das Ganze auch kombinieren. Ich kann auch den Kompressor hier arbeiten lassen und zusätzlich meinen Equalizer dazu machen. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Wie ihr seht, ihr könnt auch beides kombinieren. Ich für meinen Teil, ich mache gerne die erste Methode mit Equalizer, weil mit Sidechaining und Kompressor, da ist mir immer noch zu viel Matschepampe oft drin in den Hall. Aber das dürft ihr jetzt selber ausprobieren. Und wie gesagt, auch beides kombinieren. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann eine Alternative zum Hall, und zwar das Echo. Und bis dahin gibt es wieder hier ein Video zum Angucken. Also da geht es dann nächste Woche weiter. Drunter gibt es wie immer ein Video zum Chillen. Und hier noch ein Button für das Abonnement. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli. Danke und Servus.